Hallo und herzlich willkommen zurück bei Upper Floor Capital zu einem neuen Video und einer top aktuellen Schlagzeile zu Bitcoin und zu Tesla. Wir sehen hier schon, die Tesla-Aktie ist, ja, nachdem sie kurz eingebrochen ist, wieder nach oben geschnellt, ist jetzt über 2,5% im Plus und könnte jetzt natürlich auch mal wieder neue Allzeithochs anlaufen. Wir hatten ja vor Monaten das letzte Allzeithoch geschrieben mit 742 Euro. Wir sehen ja auch eben diese Seitwärtsbewegung, aus der man jetzt eben mit diesen positiven Nachrichten bzw. mit dem Hype-Zug, der Hype-Train eventuell ja über die 750 Euro sogar rüberlaufen könnte, wäre natürlich Potenzial da. Was ist jetzt überhaupt die Schlagzeile? Ganz einfach, wie man hier sieht, Bitcoin ist jetzt auch im Portfolio von Tesla vorhanden. Wir hatten ja immer wieder jetzt in der Vergangenheit gesehen, dass so MicroStrategy und Grayscale massiv Bitcoin gekauft haben, quasi aus US-Dollar ihre ganzen Bilanzen in den Bitcoin quasi bewegt haben. Haben jetzt auch immer wieder von Square zum Beispiel, dem Fintech, gesehen, dass man Bitcoin eben kauft bzw. 1% von seinen ganzen Cashbeständen eben in Bitcoin anlegt und auch auf seiner Plattform eben zur Verfügung stellt. Und jetzt haben wir eben den nächsten Coup, dass Tesla eben für 1,5 Milliarden Dollar Bitcoin gekauft hat und eben seine Cashbestände sozusagen diversifiziert ausgebaut hat. Und da wird jetzt sehr, sehr interessant, wie es weitergeht. Denn wir hatten hier auch mit drinne dann noch die Schlagzeile, dass Tesla eben Payments im Bitcoin-Bereich akzeptieren wird. Das heißt, nicht nur, dass man jetzt Bitcoins sich gekauft hat, um sein Cash-Portfolio bzw. sein Portfolio generell zu diversifizieren und auszubauen, aus dem Dollar rauszugehen, sondern als Firma nimmt man künftig dann wohl auch Bezahlungen in Form von Bitcoin an. Das heißt, man kann Tesla-Modelle und so weiter in Bitcoin kaufen. Und das wird auch noch sehr interessant, wie dort diese ganze Integration stattfindet. Wenn jetzt Tesla nur quasi Bitcoins annehmen würde, wäre ja nicht die Nötigkeit da, noch Cash in Bitcoin umzuwandeln, eben hier diese 1,5 Milliarden Investition quasi zu leisten. Das heißt, da könnte auch eventuell nochmal eine Plattform gebaut werden zum Handeln, zum Bezahlen, wer weiß auch immer, wie es damit weitergeht. Das würde natürlich nur Sinn machen, weil, wenn man nur quasi so ein Mittelsmann wird, die Bitcoin annimmt, dann wieder in Dollar tauscht, macht es für mich keinen Sinn, hier eben diese große Akquisition zu tätigen. Ist auf jeden Fall sehr interessant und auch vor allen Dingen ein sehr, sehr cooler Move. Im Gegensatz dazu, was Elon Musk jetzt eben die letzten Wochen und Monate gemacht hat, beziehungsweise gerade die letzten Wochen. Er hat ja auf Twitter hier immer mal wieder Dogecoin, so einen komischen wertlosen Coin, der auch inflationiert werden kann, wo keine großartige Blockchain hintersteht, hat er ja immer wieder hochgepumpt, auch mit gutem Erfolg. Der ist auch jenseits der Allzeithochs gelaufen, der Coin. Aber jetzt eben mit dieser Schlagzeile, ist auch der Bitcoin eben wieder angesprungen. Wir sehen hier schon, wir hatten hier Anfang Januar beziehungsweise am 9. Januar hatten wir die letzten Allzeithochs, hatten hier dann diesen Boden gefunden und gehen jetzt eben mit dieser Aufwärtsbewegung, also hier mit dieser Trendlinie eben nach oben hier in neue Allzeithochs. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass mit so einer Nachricht eben neue Allzeithochs geschrieben werden. Allerdings, wie man hier sieht, das Volumen ist auf jeden Fall nicht so hoch wie in den anderen Runs, die wir hier gesehen haben. Und hier ist auch schon von der Spitze etwas abverkauft worden. Das heißt, da muss man jetzt sehen, ob das ein nachhaltiges Wachstum gibt, ob sich der Trend dann eben weiterentwickelt. Aber was man hier eben auch sehr, sehr schön mal beobachten muss, wenn wir hier auf die Tagesbasis gehen und das hier alles nochmal rausnehmen, dann sehen wir eben, dass wir hier immer wieder so eine Stufen hatten. Ja, wir hatten hier quasi Stufe, dann Plateau, Stufe, Plateau, Stufe, Plateau, Stufe, Plateau. Und das Interessante ist jetzt eben, dass wir das, wenn wir uns die Tesla-Aktie mal hier etwas genauer angucken, haben wir auch immer Stufe, Plateau, Stufe, Plateau, Stufe, Plateau, Stufe, Plateau, Stufe. Und jetzt sind wir auch wieder auf so einem Plateau. Und es könnte jetzt sein, dass man quasi mit dieser Nachricht, mit Bitcoin und dass Bitcoin eben die Allzeithochs jetzt gebrochen hat, auf zu neuen Hochs ist, dass aus die Tesla-Aktie damit sympathisiert und eben auch nochmal diesen Sprung quasi in neue Allzeithochs wagt. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, auch wie das mit dieser ganzen Integration und der Annahme mit den Payments von Bitcoin dann über Tesla läuft, wann das zeitlich eingeordnet wird und möglich gemacht wird. Das bleibt abzuwarten. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole News
und passt auch momentan wunderbar in diesen gesamten Kontext. Es freut mich wirklich sehr, sowohl als Bitcoin-Investor als auch als Tesla-Investor. Wunderbare Nachrichten. Ich freue mich auf jeden Fall, was die Zukunft bringt. Bin gespannt. Und ja, wenn hier irgendwelche coolen Sachen, Neuerungen und so weiter kommen, bleibe ich natürlich auf dem Laufenden, beziehungsweise halte euch auf dem Laufenden. Deswegen lohnt sich das dranbleiben und abonnieren. Das soll es schon wieder gewesen sein mit dem Video. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.